Wann hast du das letzte Mal das komplette Alte Testament gelesen? Ist es lange her oder erst vor kurzem? Ich habe gerade geschafft, in meiner eigenen Bibel lese, ich lese jeden Morgen einige Kapitel aus der Bibel, und ich habe es gerade geschafft, in meiner eigenen Bibel lese, die 5 Bücher Mose hinter mich zu bringen, und bin jetzt im Buch Josua nach den ersten 5 Büchern. Und die 5 Bücher Mose haben ja so die Eigenheit, dass die total spannend starten, also total faszinierende Geschichten von Abraham und Isaak und Jakob und so. Und dann geht es im 2. Mose gleich spannend weiter mit der Befreiung des Volkes Israel aus Ägypten und Mose, dieser großen Gestalt. Und schon ab der zweiten Hälfte des 2. Buch Mose wird es irgendwie so ein bisschen schwieriger für uns als Leser oder Leserin, weil dann kommen diese ganzen Gesetze. Und dann kommt das 3. Buch Mose. Und ich habe letztens den schönen Satz von einem Pastor auf Twitter gelesen, dass das 3. Buch Mose übersät ist mit den Skeletten von Bibelleseplänen. Also was dahinter steht, ist, das 3. Buch Mose führt oft dazu, dass die Leute, die motiviert gestartet sind, reinkommen und dann kommen diese ganzen Gesetze. Und man fragt sich, was soll ich damit? Und irgendwann lässt man es hinter sich. Wann hast du das letzte Mal das ganze Alte Testament gelesen? Vielleicht liest du regelmäßig Bibel, vielleicht liest du auch nicht regelmäßig Bibel. Und es geht dir so wie dem britischen Atheisten und Biologieprofessor Richard Dawkins. Der hat ein Buch geschrieben schon vor einigen Jahren, das heißt Der Gotteswahn, in dem er mit der Religion abrechnet und hat eine Bewegung damit gestartet, die sich Neuer Atheismus nennt oder nannte. Heute sagen viele, er ist schon wieder auf dem absteigenden Ast oder in der Geschichte eingegangen. Aber er hat einen sehr, sehr prägnanten Satz über das Alte Testament geschrieben, der mich lange verfolgt hat. Ich habe das Buch während meines Studiums gelesen und habe diesen Satz mehrmals markiert, weil er mich so bewegt hat. Und dann habe ich gemerkt, dass es einer der Sätze ist aus diesem Buch, der in fast jeder Rezension in den großen Medien, sowohl in Deutschland als auch international, zitiert wurde. Ich lese euch den Satz mal vor. Er stammt aus Der Gotteswahn. Dort schreibt Richard Dawkins: Der Gott des Alten Testaments ist die unangenehmste Gestalt der gesamten Dichtung. Eifersüchtig und auch noch stolz darauf, ein kleinlicher, ungerechter, nachtragender Kontrollfreak, ein rachsüchtiger, blutrünstiger, ethnischer Säuberer, ein frauenfeindlicher, homophober, rassistischer, kinds- und völkermörderischer, ekliger, größenwahnsinniger, sadomasochistischer, launisch-boshafter Tyrann. Also ich gehe davon aus, dass er, was er getan hat in diesem Satz, ist, dass er seinen Oxford Dictionary genommen hat und dann aufgeschlagen hat bei all den negativen Wörtern, die man so finden kann, und das da reingeschrieben hat. Wahrscheinlich gehe ich davon aus, dass deine Gefühle nicht so intensiv sind wie die von Richard Dawkins gegenüber dem Alten Testament, aber vielleicht empfindest du ähnlich. Vielleicht geht es dir so, wenn du das Alte Testament aufschlägst und dort Dinge liest, dann merkst du, dass da eine so große Breite ist, ein so großer Spalt zwischen unserer Realität, in der wir jetzt leben, und der Realität, die da beschrieben ist, dass es dir schwerfällt, das zu lesen. Und dir möchte ich besonders helfen in dieser Predigt. Ich möchte in diesem Jahr in unserer Gemeinde, und das hat sich auch durch Corona nicht geändert, eine starke Betonung darauf legen, dass die Bibel als solches für uns als Christen, als Wort Gottes gilt. Und wir sie lesen wollen mit dem Bewusstsein, dass Gott durch die Bibel besonders auf besondere Art und Weise zu uns spricht, in unser Leben spricht. Und viele Leute erleben das, wenn sie das Neue Testament lesen, wenn sie von Jesus lesen, auch wenn er an vielen Punkten sehr herausfordernd ist und nicht immer einfach zu verstehen ist. Aber wenn das Alte Testament dazu kommt, dass für viele Leute darin eine große Herausforderung liegt, darin überhaupt Weisheiten für das eigene Leben zu finden. Und ich möchte mit euch über die Botschaft des Alten Testamentes reden, weil ich glaube, dass darin so viel steckt, dass wir dringend brauchen für unser geistliches Leben. Ich glaube sogar, dass wir, wenn wir das Alte Testament nicht richtig verstehen, wir Jesus missverstehen. Einer meiner Professoren hat immer gesagt, dass wir Jesus nur vom Alten Testament her verstehen dürfen. Nicht im Rückblick, sondern wir müssen das Alte Testament ganz gelesen haben, um Jesus überhaupt verstehen zu können. Und aus diesem Geist heraus möchte ich diese Predigt halten, als Hilfestellung, dieses großartige Buch noch besser zu verstehen. Und dazu möchte ich mit euch einen Text lesen aus dem Neuen Testament und dann über die Botschaft des Alten Testamentes an verschiedenen Stellen reden. Ich lese euch den Text mal vor, ist etwas länger, aber ich habe versucht, ihn zu kürzen, aber ich dachte, all das ist wichtig und deswegen lese ich ihn euch ganz vor. Der Text steht in Lukas, Kapitel 24,
ab Vers 13, im Lukas-Evangelium im Kapitel 24, ab Vers 13. Diese Situation ist nach Ostern. Jesus ist schon auferstanden, aber es wissen noch nicht alle. Und da startet der Text. Lukas, Kapitel 24, ab Vers 13. Am gleichen Tag gingen zwei der Jünger nach dem Dorf Emmaus, das 11 Kilometer von Jerusalem entfernt liegt. Unterwegs unterhielten sie sich über alles, was in den letzten Tagen geschehen war. Also was in den letzten Tagen geschehen war, war die Kreuzigung Jesu und all das, was darauf folgte. Als sie so miteinander sprachen und sich Gedanken machten, kam Jesus selbst hinzu und schloss sich ihnen an. Aber sie waren mit Blindheit geschlagen und erkannten ihn nicht. Was beschäftigt euch denn so sehr? Fragte Jesus. Worüber redet ihr? Da blieben sie traurig stehen. Und einer von ihnen, er heißt Kleopas, sagte, du bist wohl der einzige Mensch in Jerusalem, der nicht weiß, was in den letzten Tagen dort sich abgespielt hat. Was denn? Fragte Jesus. Sie erwiderten, das, was mit Jesus von Nazareth geschehen ist. Er war ein Prophet und hat in seinen Worten und Werken vor Gott und dem ganzen Volk seine Macht erwiesen. Unsere Hohenpriester und die anderen Oberen haben ihn zu Tode verurteilt und ans Kreuz nageln lassen. Dabei haben wir gehofft, dass er der sei, der Israel erlösen würde. Heute ist außerdem schon der dritte Tag, seitdem dies geschehen ist. Dann haben uns auch noch einige Frauen von uns, die am frühen Morgen an der Felsengruft gewesen waren, aus der Fassung gebracht. Sie haben seinen Leichnam nicht gefunden und als sie dann zurückkamen, erzählten sie, Engel wären ihnen erschienen und sie hätten gesagt, dass er lebe. Daraufhin gingen einige von uns zur Gruft und fanden es so, wie die Frauen berichtet hatten. Aber ihn selbst sahen sie nicht. Da sagte Jesus zu ihnen, was seid ihr doch schwer von Begriff. Warum fällt es euch so schwer, an alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste der Messias nicht das alles erleiden, bevor er verherrlicht wird? Und dann erklärte er ihnen in der ganzen Schrift alles, was sich auf ihn bezog. Er fing bei Mose an und ging durch sämtliche Propheten. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat so, als wollte er weitergehen, doch die zwei Jünger hielten ihn zurück und baten, bleib doch bei uns, es ist schon Abend und gleich wird es dunkel. Da ging er mit ihnen ins Haus. Als sie sich dann am Tisch niedergelassen hatten, nahm Jesus das Fladenbrot, sprach das Segensgebet darüber, brach es in Stücke und reichte es ihnen. Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn. Doch im selben Augenblick wurde er vor ihnen unsichtbar. Brannte nicht unser Herz, als er unterwegs mit uns sprach und uns den Sinn der Schrift aufschloss, sagten sie da zueinander. Und unverzüglich brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Dort fanden sie alle versammelt, die 11 und alle, die sich zu ihnen hielten. Der Herr ist wirklich auferstanden, riefen sie ihnen entgegen. Er ist Simon erschienen. Da berichteten die beiden, was sie selbst unterwegs erlebt hatten und wie sie ihn am Brechen des Brotes erkannt hatten. Zwei Verse möchte ich nochmal besonders betonen. Das ist einmal Vers 27. Dann erklärte er ihnen in der ganzen Schrift alles, was sich auf ihn bezog. Er fing bei Mose an und ging durch sämtliche Propheten. Und dann nochmal Vers 32, die Reaktion der Jünger, als er dann verschwunden ist, der Auferstandene. Da sagen sie, brannte nicht unser Herz, als er unterwegs mit uns sprach und uns den Sinn der Schrift aufschloss. Das ist das Wort Gottes. Und ich möchte gerne mit euch drei Gedanken teilen zur Botschaft des Alten Testaments. Das ist erstens ein Gott, der ganz anders ist. Ein Gott, der ganz anders ist. Und das ist zweitens ein Gott, der immer wieder nahe kommt. Ein Gott, der immer wieder nahe kommt. Und drittens ein Gott, der Versprechen hält. Also ein Gott, der ganz anders ist. Ein Gott, der immer wieder nahe kommt. Und ein Gott, der Versprechen hält. Mein erster Gedanke ist ein Gott, der ganz anders ist. Wenn wir das Alte Testament lesen, dann lesen wir da eine ganze Menge von der Art und Weise, wie Gott sich ein Volk schafft aus diesem Nachkommen von Abraham, diesem Mann, den er berufen hat, für ihn zu leben. Und daraus schafft er sich ein Volk und gibt ihnen Gebote. Und wir lesen den größten Teil des Alten Testaments von diesem Volk. Und über dieses Volk ist ständig der Ausspruch ausgesagt, dass sie anders sein sollen als die Völker in ihrer Umgebung. Und das hat einen ganz besonderen und bestimmten Grund. Weil wir davon lesen, dass Gott am Anfang diese Welt
anders gedacht hatte, als wir sie jetzt wahrnehmen. Dass eigentlich das Gute und Schöne darin regieren sollte, dass dort Leben und Liebe und Frieden sein sollte, aber dass in diese Welt etwas hereingetreten ist von Missgunst und Eigennützigkeit und Selbstzentriertheit und vor allem von Skepsis gegenüber Gott und dass das mittlerweile alles prägt. Und wir lesen schnell davon im Alten Testament, dass die Menschen sich von Gott abwenden, sich eigene Götter machen. Und das Besondere an diesen eigenen Göttern, die sie sich machen, ist nie, dass sie irgendwelche Statuen brauchen, um sie anzugucken, sondern dass diese Götter von ihnen schreckliche Dinge fordern. Und Gott in diese Situation immer wieder reinspricht und sagt, ich bin anders als diese Götter. Ich bin anders als die Götter in der Umgebung, die von euch so schreckliche Dinge fordern. Und wer sich einige Zeit hineingibt in das Studium der Umwelt des Alten Testaments, der sieht, was für grauenhafte Vorstellungen von Gott dort herrschten. Ich möchte ein Beispiel bringen, weil mich das so erschrocken hat. Vor einigen Jahren habe ich ein Buch gelesen, das heißt Das Mittelmeer, eine Biografie von David Aboulafia, der ist Professor in Oxford, glaube ich. Und er schreibt eine Biografie des Mittelmeeres, weil er davon überzeugt ist, dass alles, was dort passiert ist, in den letzten so und so vielen Zehntausenden von Jahren, die diese Welt schon existiert, zumindest das Mittelmeer, da gab es dann ja noch so Plattenverschiebungen, aber das ist alles nicht mein Fachgebiet. Also seit es das Mittelmeer gibt, passieren dort Dinge. Und er beschreibt dann eben, dass diese Dinge, die dort passiert sind, warum Völker dort groß geworden sind, das römische Volk dann später und so weiter, hat alles mit der Geografie zu tun. Das ist ein faszinierendes Buch. Er versucht geografisch zu zeigen, warum die Geschichte sich so entwickelt hat. Mich hat das total fasziniert, das Buch. Ich habe das während des Studiums gelesen. Was mich aber so erschreckt hat, ist, dass er irgendwann zu dem Punkt kommt, dass er die Religionen beschreibt, die ungefähr zu der Zeit des Alten Testamentes im Mittelmeerraum geherrscht haben. Also verschiedene Religionen, die dort vorhanden waren. Er beschreibt dann dort einen Ort, an dem Zehntausende Skelette gefunden wurden von Kindern. Eine Opferstelle, an der Kinder einem Gott geopfert wurden. Das sind die Arten und Weisen, wie die Götter in der Umgebung mit ihren Völkern agiert haben. Und Gott spricht in diese Situation immer wieder rein und sagt, ich bin anders als diese Götter. Ich will nicht, dass ihr diese Dinge tut. Ich möchte in Beziehung mit euch treten, aber dafür ist es notwendig, dass ihr euch anders verhaltet als die Leute in eurer Umgebung. Es gibt einen Vers, der in den fünf Büchern Mose immer wieder zitiert wird, der immer wieder auftaucht und das ist eine Selbstaussage Gottes, die er seinem Volk immer wieder mitgibt. Und er spricht immer wieder und sagt, ich bin heilig und deshalb sollt ihr auch heilig sein oder seid heilig, denn ich bin heilig. Und heilig bedeutet nichts anderes als abgesondert, anders sein als das, was in der Umgebung so der Fall ist. Und ich glaube, dass wir das tatsächlich sehen können. Durch das ganze Alte Testament, dass Gott sich versucht, als ein anderer Gott zu etablieren, als das, was in der Umgebung normal war. Ich möchte mal auf ein paar Dinge eingehen, die immer wieder zitiert werden. Nehmen wir die Schöpfungsgeschichte ganz am Anfang. Ich habe sie gerade zitiert in ihrer groben Aussage und ich möchte nicht in die spezifischen Fragen hineingehen, ob man das alles wörtlich nehmen muss, dass das so passiert ist vor 10.000 Jahren oder nicht. Das sind Fragen, die Naturwissenschaftler beantworten können und ich nicht. Das Faszinierende, was in dieser Geschichte passiert, ist, dass der Gott, von dem das Alte Testament berichtet, eines tut, nämlich durch ein einziges Wort alles zu schaffen. Dass er nicht kämpfen muss, dass er nicht lange arbeiten muss, sondern dass ein Wort reicht in der Kraft dieses Gottes, um zu schaffen. Während in der Umgebung herum alle Götter, die geschaffen haben, immer kämpfen mussten mit großen Seemonstern, aus deren Innereien sie dann Dinge geschaffen haben und dann die Menschen aus dem Blut geschaffen haben. Und es waren Kämpfe und es war ein ständiges Ringen. Ist der Gott des Alten Testamentes einer, der schaffen kann aufgrund seines Wortes. Das ist die Macht, von der er ausgeht. Und dann gehen wir in die Gesetze hinein, die er seinem Volk gibt, viele von denen schwierig zu verstehen sind. Und ich könnte hunderte auswählen, die schwierig zu verstehen sind. Aber ich nehme mal eines, das immer wieder zitiert wird, nämlich das Gesetz Auge um Auge, Zahn um Zahn.
das immer wieder zitiert wird als was für ein schreckliches Gesetz. Das würde ja nur Rache hervorrufen. Nur weil ich jetzt irgendwie mal falsch angegangen bin, soll ich jetzt jemandem aufs Gesicht schlagen oder so. Das Faszinierende ist, dass Gott dieses Gesetz bewusst gibt, um einen Kreislauf der Gewalt zu unterbrechen. In dem die Leute aufgewachsen sind, in denen es normal war, wenn mir jemand aufs Gesicht geschlagen hat in Wut, dann durfte ich ihn umbringen dafür. Und so wurde ein Kreislauf der Gewalt gestartet von Rache und wieder zurück Rache und Rache und Rache, in der richtige Familienfäden ausgetragen wurde über Jahrzehnte. Und Gott möchte dem einen Einhalt gebieten und sagen, das soll nicht passieren. Da, wo Unrecht geschehen ist, da soll Unrecht auch gesühnt werden. Aber kein Kreislauf der Gewalt, der immer mehr zerstörerisch wirkt. Gott möchte sich etablieren als ein Gott, der anders ist. Und das tut er in dieser Welt bis heute. Ich habe vor einigen Monaten in unserer Gemeindefreizeit, das war schon letztes Jahr, glaube ich, ja, da habe ich über verschiedene Götzen in unserem Leben geredet. Habe das hauptsächlich gemacht anhand eines Buches von Tim Keller, dem New Yorker Pastor. Das Buch heißt, es ist nicht alles Gott, was glänzt. Ich glaube, dass er bis heute in unser Leben spricht als der Gott des Alten Testaments, der sich etabliert als ein anderer Gott als die Götter, die wir uns machen. Und dabei meine ich gar nicht unbedingt die Götter, die einem jetzt einfallen von verschiedenen Religionen, die in unserem Land existieren und existieren sollen, sondern das bedeutet in erster Linie das, was wir in unserem Leben als das Wichtigste nehmen, als das Zentrale nehmen. An das, wofür wir viel opfern. Das kann Macht sein, kann Karriere sein, kann Geld sein oder kann Familie sein, kann Sex sein. Was auch immer dein Leben bestimmt, sagt das Alte Testament, ist dein Gott. Wo dein Schatz ist, da wird dein Herz sein, sagt Jesus dann im Neuen Testament. Und genauso wie diese Götter anfangen können, in unserem Leben schreckliche Opfer zu fordern, unsere Familie zu opfern für unsere Karriere, weil diese Überstunde muss sein, unsere Beziehungen zu opfern für diese Nacht mit der besonderen Frau, unsere Moral aufzugeben, um Macht zu bekommen. So wie diese Götter in unserem Leben schreckliche Opfer fordern können, so spricht der Gott des Alten Testamentes auch in unser Leben hinein und sagt, ich will, dass ihr einem anderen Gott dient. Einem, der diese Arten von Schrecklichkeiten nicht von euch fordert. Ein Gott, der anders ist. Mein zweiter Gedanke ist, ein Gott, der immer wieder nahe kommt. Weil ihr mögt euch ja jetzt dieses Video angucken und vielleicht hast du keine Beziehung mit Jesus oder du hast eine Beziehung mit Jesus, aber ein Problem mit dem Alten Testament und denkst, ist das nicht genau das Problem? Ist es nicht genau das Problem, dass wir im Alten Testament ständig lesen, dass Gott bestimmte Gesetze in der Sexualität bringt oder dass er Gewalt von den Menschen fordert? Ist das nicht das Problem, das du gerade beschreibst, das die Leute mit dem Alten Testament haben? Und ich würde sagen, viele von diesen Stellen sind tatsächlich für unsere Kultur heute schwer zu verstehen. Und ich kann nicht jede einzelne von diesen Stellen erklären. Worauf ich aber hinweisen will, ist, dass wir im Alten Testament keinen Gott haben, der am laufenden Band nur diese Dinge fordert, sondern wir einen Gott haben, der am laufenden Band seinem Volk und den Menschen nahe kommt, ihnen ständiger Auswege gibt aus der Verstrickung, in die sie sich selber gebracht haben. Vor einigen Jahren bin ich über ein Buch gestoßen, ich kannte den Autor damals überhaupt nicht. Ich habe das Buch einfach auf einem Büchertisch gesehen, das mich nachhaltig geprägt hat. Das ist dieses Buch, es heißt Charis, das gibt es leider nicht auf Deutsch. Charis ist das griechische Wort für Gnade. Charis, also Charis würde man es auf Griechisch aussprechen. Und der Untertitel ist God's Scandalous Grace for Us. Gottes skandalöse Gnade, Gottes herausfordernde Gnade für uns. Und was der Autor macht, ein Professor für Theologie in Amerika, Preston Sprinkle, er geht durch verschiedenste Schichten des Alten Testaments, die uns heute erstmal schwierig vorkommen und zeigt auf, wie in diesen Situationen, besonders in diesen Situationen, Gott mit Gnade und Gnade hinein reingreift. Ich möchte euch ein Beispiel bringen, weil es immer wieder genannt wird, wie Gott in diese Situation immer wieder Gnade hineinbringt. Als ein Gott, der sich ständig versucht, seinem Volk zu nähern, ständig versucht, Gnade hineinzubringen, da wo Menschen sich verstricken in Selbstbezogenheit und Sünde.
Und das ist im Bereich von Macht. Wir mögen ja das Alte Testament manchmal lesen und denken, aber es ist ja voll von Patriarchen, von Menschen, die andere unterdrücken. Wie kann Gott in diesem Sinne, teilweise ja Leute, die er als seine Nachfolger bezeichnet, als selbst eingesetzte Leute, wieso tut er dort Gnade hineingeben? Es sind doch gerade die, die andere Leute unterdrücken. Ich möchte diesen Kreislauf einmal zeigen. Wir haben also ein Volk, das Gott sich ausgesucht hat, um es besonders zu machen, um es besonders zu segnen und von dem er sagt ganz am Anfang, ich will dich segnen, damit du ein Segen bist. 1. Mose 12, bei der Berufung Abrahams ist das der Fall. Ich will dich segnen, ich will dich was besonders machen, damit du diesen besonderen Status hinausbringst in die Welt. Und was passiert mit diesem Leiter schon von Anfang an? Er guckt auf seinen eigenen Schutz und bringt Verderben nach Ägypten. In Genesis 12 ist das der Fall. Gott beruft ihn, du sollst das Gute in die Welt bringen. Und das Erste, was er macht, ist nach Ägypten gehen und zu lügen und dadurch Verderben in diese Stadt zu bringen. Später befreit Gott das Volk, das unterdrückt wurde. Und man geht davon aus, okay, dieses Volk, das jetzt befreit ist, das wird ja wissen, dass Unterdrückung etwas Schlechtes ist. Aber was erlebt das Volk immer wieder, wenn es im Land ist und wenn es in dem verheißenen Land ist und wenn es sicher lebt, was immer wieder passiert, wenn es sicher lebt, ist, dass sie sich abwenden von Gott und hinwenden zu den Göttern, die gerade diese schrecklichen Dinge von ihnen fordert. Ständig passiert es dann so, dass ein anderes Volk sie überfällt und sie wieder in Unterdrückung geraten und dann kommt wieder Macht rein. Nämlich ein Richter steht auf, eine Person, die Gott berufen hat, um sie zu befreien. Aber kaum ist dieser Richter da, dann nehmen sich fast alle von diesen Richtern die Macht zu Herzen und werden zu unterdrückenden Herrschern. Also ist das Volk irgendwann überdrüssig und sagt, wir wollen einen König haben. Wir wollen nicht mehr dich haben, Gott. Wir wollen einen eigenen König haben, so wie die Völker in unserer Umgebung. Wir wollen nicht mehr anders sein als die anderen. Wir wollen so sein wie die Völker. Also gibt Gott ihnen einen König. Und was passiert mit diesem König? Ihm steigt die Macht zu Kopfe. Gott schenkt und es steigt ihm zu Kopfe. Und er wird ein Totenbeschwörer. Also schenkt er ihm einen neuen König, David. Und was passiert mit David? Ihm steigt die Macht zu Kopfe. Und er bringt einen Mann um seine Frau zu bekommen. Also schenkt er einen neuen König, Salomo. Und was passiert mit Salomo? Ihm steigt die Macht zu Kopfe. Er hat Tausende von Frauen, die er unterdrückt. Was wir sehen, ist ein ständiger Kreislauf von Menschen, die sich von Gott entfernen, sobald sie die Segnungen Gottes bekommen. Und Gott immer wieder und immer wieder nahe kommt, immer wieder seine Boten schenkt, immer wieder versucht, in die Situation hineinzukommen mit seiner Gnade. Und aus diesen ganzen Geschichten, in denen Menschen versagen an dem, was ihnen gegeben ist, Gutes zu schaffen, Neues zu schaffen. Ein Gott, der immer wieder nahe kommt. Und dann kommt mein dritter Punkt. Ein Gott, der Versprechen hält. Ein Gott, der Versprechen hält. Versteht ihr, dass das Alte Testament uns in erster Linie ein Problem aufzeigt, das wir alle haben, an dem wir alle kämpfen. Und wenn wir anfangen, das Alte Testament zu lesen und zu nehmen und zu sagen, okay, ich will einzelne Verse daraus haben, die mir Handlungsanweisungen für mein Leben hier geben. Ich möchte mich selber darin finden. Ich will, dass es über mich redet, über meine Handlungen, über das, was ich jetzt tun soll. Dann fangen hier die Probleme an. Weil wir in uns selbst, so sagt es Tim Keller an einer Stelle, sündiger sind, als wir jemals gedacht hätten. Wir alles auf den Kopf drehen. Aber das Alte Testament, und das ist, was uns die Stelle, die ich euch am Anfang vorgelesen habe, so deutlich zeigt. Das Alte Testament uns an jeder Stelle hinweist, dass einer kommen wird, der unser Problem im Innersten angeht. Da, wo wir fehlgehen, er richtet. Im Sinne von Recht macht. Da, wo wir auf uns selbst ausgerichtet sind, er unsere Selbstausgerichtetheit nimmt und auf ihn ausrichtet. Da, wo unser Herz hart ist, er ein neues Herz gibt, einen neuen Geist gibt.
das Alte Testament voll ist mit Versprechen von einem, der kommen wird, der sich um unsere innersten Probleme kümmert. Und das in seiner Fülle gekommen ist, als Christus kam. Vor einigen Jahren bin ich über einen Predigtausschnitt gestoßen von dem Tim Keller, den ich jetzt schon mehrmals zitiert habe, der mich einfach fasziniert hat. Der das versucht hat, auf den Punkt zu bringen. Und ich möchte euch diesen Text vorlesen. Ich habe ihn übersetzt auf Deutsch. Der zeigt, wie all diese Dinge, die wir im Alten Testament lesen, uns am Ende auf den hinweisen sollen, der kommen wird. An den wir glauben als unseren Christus, als unseren Retter, als unseren Herrn und Erlöser. Dieser Text ist voll mit Anspielungen auf Geschichten im Alten Testament und vielleicht fällt dir das gar nicht so leicht. Du hattest keinen Kindergottesdienst oder alles wieder vergessen, was du damals gelernt hast und diese Geschichten sind gar nicht so sehr für dich eigen. Deswegen habe ich mir die Mühe gemacht, diesen Text nochmal auf unsere Homepage zu laden und unten ist ein Link in der Beschreibung, in dem ich auf diese Geschichten nochmal verweise, ein bisschen den Kontext gebe, in dem diese Geschichten stehen, wenn du mehr darüber erfahren willst. Aber vielleicht geben dir manche von diesen Ausdrücken noch etwas mit. Ich lese diesen Abschnitt einfach mal vor. Es ist ungefähr eine DIN A4 Seite lang. Jesus ist der echte und bessere Adam, der die Prüfung im Garten besteht und dessen Gehorsam jetzt auf uns übertragen wird. Jesus ist der echte und bessere Abel, der auch unschuldig umgebracht wurde, aber dessen Blut jetzt nicht nach Vergeltung schreit, sondern für unsere Vergebung. Jesus ist der echte und bessere Abraham, der den Ruf Gottes hinaus aus dem angenehmen und bekannten angenommen hat, der hinausgegangen ist in das Unbekannte und der ein neues Volk Gottes geschaffen hat. Jesus ist der echte und bessere Isaak, der nicht nur von seinem Vater geopfert wurde auf dem Berg, sondern der wirklich für uns geopfert wurde. Und als Gott zu Abraham gesagt hat, jetzt weiß ich, dass du mich liebst, denn du hast deinen Sohn, deinen einzigen Sohn, den du liebst, mir nicht vorenthalten, können wir nun zu Gott sagen, jetzt wissen wir, dass du uns liebst, denn du hast uns deinen Sohn, deinen einzigen Sohn, den du liebst, nicht vorenthalten. Jesus ist der echte und bessere Moses, der im Riss zwischen dem Volk und seinem Gott steht und uns einen neuen Bund vermittelt. Jesus ist der echte und bessere Hiob, der wirklich unschuldig leidet, der dann aber für seine dummen Freunde eintritt und sie erlöst. Jesus ist der echte und bessere David, dessen Sieg der Sieg seines Volkes wird, das aber keinen einzigen Stein heben musste, um diesen Sieg zu erringen. Jesus ist die echte und bessere Esther, die nicht nur riskiert, einen Palast hier auf Erden zu verlieren, sondern tatsächlich den endgültigen himmlischen Palast verlassen hat, der nicht nur sein Leben für sein Volk riskiert, sondern es tatsächlich verliert und das Volk dadurch rettet. Jesus ist das echte Passahlamm, unschuldig, perfekt, hilflos, geschlachtet, sodass der Engel des Todes vorüberziehen kann. Er ist der echte Tempel, der echte Prophet, der echte Priester, der echte König, das echte Opferlamm, das echte Licht, das echte Brot. Die Bibel dreht sich nicht um dich, sondern einzig und allein um ihn. Mich fasziniert dieser Gedanke. Ich weiß, dass so eine Predigt nicht alle Fragen beantworten kann, die das Alte Testament aufwerfen. Aber was in diesem Text im Lukas uns gesagt wird, ist diese faszinierende Gestaltung des Alten Testaments. Dass Jesus diese Jünger nimmt, die ihre eigenen Götter hatten. Sie hatten an politische Befreiung gedacht. Sie waren davon ausgegangen, dass der Messias kommen wird mit einem Schwert und einem Schlachtross und die Römer endlich vertreiben wird. Die von politischer Befreiung ausgegangen sind und er dreht, weil er ein Gott ist, der immer anders ist als unsere Erwartungen, das auf den Kopf. Und er nimmt sie hinein ins Alte Testament und von Mose über alle Propheten bis zum Ende zeigt er ihnen alles, was über ihn gesagt ist. Und so müssen wir das Alte Testament immer lesen. Nicht als ein Handbuch, in dem uns Handlungsanweisungen gegeben wurden, die wir oft nicht verstehen, die in eine Kultur hineingesprochen ist, die nicht die unsere ist, sondern als ein Buch voller Versprechen über einen Christus, der kommen wird, um für uns zu sterben, um meine Schuld zu nehmen und sie für immer von mir zu nehmen und auszulöschen, mir ein neues Herz zu geben, mir einen neuen Geist zu geben, in dem ich leben kann, in dem ich Gott dienen kann, in dem die eigentliche Problematik, die mir immer wieder begegnet, wenn ich das Alte Testament lese, meine Selbstbezogenheit, mein Fokus auf mich von mir genommen wird und mein Fokus auf Gott ausgerichtet wird. Ihr dürft gern schon nach vorne kommen.
für den Lobpreisteil. Weil das ist die Botschaft, von der wir leben. Wir leben nicht vom Gesetz, nicht davon, dass wir Handlungsanweisungen haben, wie wir jetzt zu agieren haben oder was wir jetzt zu tun haben. Wir leben immer und einzig und allein aus der Gnade, die Gott uns gibt. Und wenn wir das Alte Testament so lesen, im Bewusstsein und im Vertrauen darauf, dass wir dort Christus finden, in Bildern, in Vorschattungen, in Verheißungen und Versprechen, dann begegnen wir nicht nur dem Gott, der immer anders ist als die Götter, die schreckliche Dinge von uns fordern, nicht nur einem Gott, der immer versucht, nahe zu kommen, sondern dem Gott, der wirklich nahe gekommen ist und der alle seine Versprechen hält. Amen. Heilig, heilig.
the glory of your presence, I find rest for my soul in the
ist die Kraft, die mich entfesselt und wie ein Sturm durch mein Herz weht. Es ist die Liebe, es ist die Liebe, die mich festhält. Es ist die Gnade, die Kraft, die mich entfesselt und wie ein Sturm durch mein Herz weht. Dir will ich nah sein, dich will ich sehen, denn du bist mächtig, herrlich und wunderschön. Jede Begegnung trägt dazu bei, dass meine Angst immer mehr vergeht und sehr furchtbar. Schön, jede Begegnung trägt dazu bei, dass meine Angst immer mehr vergeht. Und dir will ich nah sein, dich will ich sehen, denn du bist mächtig, herrlich und wunderschön. Jede Begegnung trägt dazu bei, dass meine Angst immer mehr vergeht und sehr furcht bleibt. Schön, jede Begegnung trägt dazu bei, dass meine Angst immer mehr vergeht und sehr furchtbar Jesus, du gabst alles für mich.
ist dein Leib ward gebrochen. Jesus, dein Blut floss für mich. Nicht mit dem Reichtum der Himmel zahlst du, nein, du gibst dich selbst für mich. Jesus, dein Leib ward gebrochen. Jesus, dein Blut floss für mich. Nicht mit dem Reichtum der Himmel zahlst du, nein, du gibst dich selbst für mich. Teuer, teuer erkauft, ich bin teuer. Amen.